So, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zum Daily Ranking in Atlas Reactor, heute wieder im Duo mit Marvin. Guten Tag. So, und wir gucken erstmal, was gebannt wird vom Gegner. Das sieht nach Quark aus. Das ist Quark. Wie Kita ist so der übliche Bann, weil die halt so oft springen kann und doch ziemlich gut heilt. Und Schild Ja, und die Heilung ist doch Stuff echt hat. stark. Deswegen machen wir doch den Standard-Bann. Dummerweise haben sie halt einen First Pick. Wenn hier keiner was sagt, dann packe ich halt irgendwas rein, was ich spielen will. Wie zum Beispiel ihn. Oder ihn. Ich glaube, ich spiele ihn. Weil den habe ich letztens schon gespielt. Nee, wechsel ein bisschen ab. Und ich habe Lust auf Helio. Oder? Versuche ich das? Ba-ba-ba-bam. Ich glaube, ich versuche das mal. Ich weiß, ungewöhnlich, aber ich habe mich inzwischen ein bisschen mit Oz angefreundet. Die wollten beide nichts picken. Jop. Hätte ich mal nix gepickt. Dreckige Nix-Picker. Ja. Kommst ins Restaurant und wirst gefragt, was willst du? Nix. Da kommt er aus der Ecke. 316 Auscorp. Es gab ein tatsächlich hier in der Stadt mal ein Restaurant, da stand nichts auf der Karte. Sprich, wenn du gesagt hast, was möchtest du? Nichts, hast du was bekommen. Und zwar ein Wodka-Shot mit Chili-Extrakt drin. Also das war Wodka, der in Chili extrahiert war. Der war ordentlich scharf. Und wenn er richtig gemacht wurde, war der auch farblos und quasi geruchlos. Du wusstest also nicht, was du trinkst. Du dachtest, es war einfach nur so ein kleiner Wodka wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Wenn du mich schon gefragt hast, was ist denn das, hast du geantwortet, kriegt Wodka. War wie gesagt, mit Chili-Extrakt. War Anfang meines Studiums, da haben wir sozusagen eine Einführung gemacht. In, ja, sozusagen viele Leute, die auch nicht aus Dresden kommen, und dann sind wir da hingegangen und allen wurde gesagt, bestellt man nichts. Gemein. Ja. Ich war dabei schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol. Ich hatte mir eine Cola bestellt und habe gefeiert, während alle um mich rum gehustet haben. Schadenfreude. So ein bisschen. Zumindest haben wir niemanden, der hier schon irgendwas auf Level 20 gelevelt hatte. Die Brünni kann ja auch reinspringen, das ist gut. Immer gut. Wobei die halt normalerweise nicht direkt neben die Leute will, weil die hat ja so einen Cone-AOE dann, ne? Beim Springen. Aber ja, die kann auch reinspringen. Ich kann mich bloß wegbewegen. Du stellst die Kopie da rein und dann switchst du in die rein mit dem Black Hole. Natürlich! Ich mache meine Ulti, damit ich eine Copy reinstellen kann. Dann gibst du mir das Black Hole in der Runde und dann switche ich zu meiner Copy hin und ziehe sie alle zusammen. Und dann stehe ich da und denke mir, fuck. Ja, und aber du hast auch deine AOE hingelegt. Dann freust du dich, Ja, weil du logisch. Damage gemacht hast. Logisch, logisch. So, Ich würde sagen, wir gehen ganz weit rechts. ich will kurz ein Weil bisschen. die nix. Okay, na gut, dann ganz weit rechts. Brünn geht halt nicht ganz weit rechts, dummerweise. Hier ist noch niemand. Diese Aussage ist wahr. Mal sehen, ob ich mich so ganz gut positionieren kann. Ich hoffe mal. Du hättest gucken können, ob jemand in den Unsichtbarkeits-Area läuft mit einer Wand, aber egal, jetzt liegt sie da. Just you wait. Frech, ich habe nur 70 Frames, wenn ich aufnehme. Nur 70? Ja. Peasant. Quasi. Aber ich muss sagen, mit meiner neuen Grafikkarte geht's Rendern deutlich schneller.
Das ist angenehm. Das ist, da ist die Fury auf jeden Fall besser als eine 970. Watch out for the pointy end. Der Taunt ist nice. Ja. Da ist niemand. Schade. Ey. Ach, mein Klon macht auch einen Platz. Ja, ja. Du kannst dich nicht auf den Platz von meinem Klon stellen. Ups. Here we go. Muss ich mich mal hier ein bisschen vortasten. Wegen deinem Klon. Miniature Black Hole. Wollte ich auch was machen, aber das geht nicht. Sprech. Wenn jemand tont, kannst du das nicht machen. Did you miss me? Because I won't miss you. Okay, sie hat gute Taunts. Nice, triple weak. Nee, dual weak. Ja. Oh, da komme ich nicht gut. So. Ich weiß nicht, komme ich dann noch so weit, wie ich wollte? Ja, komme ich noch, sehr gut. Na, guck mal. Meinst du, er hat dich gesehen? Brauchst du ein Schild oder? Nee, er kann mich nicht gesehen, aber er steht halt außerhalb. Aber ich hab geweakt, das ist ein bisschen doof. Hm. Ich tausche einfach die Runde. Das ist schon. Du sollst wahrscheinlich lieber unseren Frontliner am Leben erhalten. Oder dich. Wow, dude, check this out. Bet you didn't see that coming. Aber ich glaube, nichts kann mich immer noch treffen, wenn er einfach gerade durchschießt. Ja, jetzt hat sich, glaube ich, das Ziehen verhindert, oder? Mit der Aktion. Ich werde auch nur geslaut, die Runde. Er kann ja, glaube ich, nichts machen, oder? Wer? Der Titus. Ja. Ich gebe ihm und dem Lockwood auch noch, wenn er nicht abhaut. Von daher passt das schon, denke ich. Nix holt sich das da. Die nächste Runde wahrscheinlich. Mhm. Shield on the field. Bet you can't hit me even if you try. So sharp you won't feel it. Oh no. Don't do this to me. I'll run them through. Batsch. Nett. 56. Oh. Schwein, ich werde nur noch getroffen. Das tut einem natürlich auch weh. Er läuft mir hinterher. Du stehst in Sicherheit, oder? Ja, du stehst in Sicherheit. Ja, ich stehe relativ sicher, ja. Könnt ihr den Schild geben, wenn es unbedingt bräuchte, aber ich glaube mal nicht, oder? Er kann mich eigentlich nur hauen, da sollte ich protected sein dagegen gerade. Oh, das ist natürlich doof. Werde wahrscheinlich demnächst mein Killlist gebrauchen müssen. Chaos comes for you. Oh, er haut mich. Vielleicht doch schilden sollen. Obwohl wir eigentlich 14 Schild verschwendet. Verdammt, ich hätte auf ihn drauf schießen sollen. Mit beiden. Der wäre tot gewesen. Fuck. And you felt it. Fehlt dann noch eigentlich. Ach, ich frage mich so, wo der Orion. Der Orion ist da. Bestimmt, der war da oben hingeschubst. Der konnte deswegen nichts machen. Ja, beweg mich auch mal, ne? Diddle-diddle-did, ich weich aus, mir brauchst nichts geben. Du hast ja bloß nichts neben dir und wir sind ein bisschen weit auseinander gerade. Ja, und die Nix hält mich mit der Wand ab.
Ah, okay, das ist ganz nett. Hat leider nur kein Scramble mehr drauf. Naja, bin slow. Hab ich drauf gemacht. Oh. Natürlich werde ich geslowt. Ready? Hätte ich vielleicht nicht ausweichen müssen. Na gut. Ich glaube, die wollen jetzt dich. Ja. Ja. Also werde ich flashen. Na, ich kann nirgendwo sicher hinflashen, ist das Problem. Das ist doof. Dann suchen wir es. Wenn ich jetzt Pech habe, erwischt mich der Lockwood aus Versehen. Wobei ich müsste gegen ihn Schutz haben. Ach, da habe ich einen Timing verbraucht, einfach nur weil ich nochmal auf Cancel gedrückt habe. Fuck. Er hat. Nix hat Ulti. Das ist natürlich ein bisschen Shit. Och, nö. Das ist fies. Ich kann noch nicht mal dashen. Das gibt's doch nicht. Hat er wohl predicted. Wobei, nee, es ist trotzdem genau die, ich glaube, die gleiche Linie, in der du gedasht bist. Okay, die Fallata ist ein Free Action, das heißt, die machen nicht so viel Schaden. Aua, aua. Du schielst dich selber, okay. Time for the unveil. Oh Mann, wir bist gerade in die Ecke gedrängt. Nicht gut. Sie fokussen uns gerade ziemlich runter. Das ist ein bisschen doof. Oh. Er ist auch ausgewichen. Ne, ist er nicht. Sehr gut. Ja. Haben dich durchgefokust. Jetzt habe ich Ulti ready. Aber ich kann die Ulti spawnen, das ist gut. Ja, die werden beide wegdodgen, wahrscheinlich. Ich kann eh niemanden treffen. Ich schieße mal dahin. Vielleicht treffe ich ja jemanden. Wie gesagt, die beiden werden es ja wegdodgen. Ja. So weit hoch habe ich nicht gezielt, glaube ich. Oh oh. Das tut weh. Ready? On three. Ne. Ja, hätte sich die Ulti wahrscheinlich noch eine Runde sparen sollen. Can't have too many iterations. Komme ich glaube ich nicht bis hoch. Watch and learn. Watch and learn. Wahrscheinlich tötet mich Orion jetzt, dummerweise. Wo ich tausche. Wir können nämlich genau dahin gezielt haben. Naja, er hat mich ignoriert. Natürlich auch interessant. Ist doch unserer, ne? Ja. Okay. Es gab einen neuen Ton. Ja, der war gut. Zwei getroffen, reicht. Dann wird sich wahrscheinlich heilen. So ein Scheiß. Thank you.
Ich verteile mich mal ein bisschen, mach mal eine Ulti. Oh, das trifft sogar. Boah, jetzt geben sie dir aber wieder hart. Ja. Sag mir nicht, sie hat ihn drauf geschubst. Boah, sie hat ihn daneben geschubst. Wenigstens das. Nix ist bei dir drüben, okay. Mhm. Ja, doch, zum Schluss ist er wegdasht. Du meinst Titus? Frage ist, wohin? Nee, was der. Achso. Orion. Achso. Ja. Au. Nicht gut. Kann ich ulten, wenn du möchtest. Weiß nicht, ich habe noch ein bisschen Heilung und höchstens Lockwood könnte mich ulten. Kann ich kein Schild geben? Soll das reichen? Denke, das reicht, ja. Hoffentlich. Ja. Dankeschön. You, version 2. Och, jetzt weakt er mich noch. Arschloch. Der nix her macht, der will echt nur mich. Gut, dass du mich geschildert hast. Der Nix geht echt nur auf mich. Ich hab's gesehen. Hat auch schon extrem viel Damage gemacht. Ich muss gleich mal eine Runde tauschen hier, ey. Sonst krieg ich gleich den Uncharge des Todes. Von Dingens. Mal sehen, wohin charged. That last step, it's a doozy. A little scrambling never hurt anyone. Okay, er hat dir charged, ist wait, tot. No, that's not good. Ja, okay, er charged genau dann, wo ich es vermutet habe. Aber ich konnte nicht beides anziehen. Das, wo er jetzt steht und wohin will. Schöner Flug. Nice prediction. Ich mach grad ein bisschen wenig Damage gefühlt. 5 turns left. Ich bin wahrscheinlich jetzt tot, aber wir können ja mal versuchen, das noch irgendwie ein bisschen zu verhindern. Beziehungsweise rauszuzögern. Alle weichen aus. Das ist aber ein bisschen offensichtlich, mit dem Unsichtbarkeitsding darauf zu gehen. Er steht genau dazwischen. Oh, er steht nicht mehr dazwischen, er steht dahinter. Oh, fuck. Er kann nichts mehr machen. 4 turns remaining. Er kann ja noch einen Dolch werfen, ja. Aber ansonsten kann er nichts mehr machen, da hast du recht. Na gut. Meinst du, die wissen, wo du bist?
Ich denke nicht, dass er damit rechnet, dass ich so weit gelaufen bin, weil ich hier Haste hatte. Mhm. Deswegen hoffe ich mal, dass er meine Schild mal auf. Eher in den Anfang des Feldes. Ich bin tot. Ja, das könnte ja sein, ja. Ja, der kommt nicht mal bis hin zum Feld. Aber irgendwas trifft mich, sonst wäre ich glaube ich noch nicht revealed, oder? Ja, er trifft mich, okay. Ist die Frage, ob er mich noch haut, dann könnte ich. Nee, dann müsste ich auch überleben. Ja, also, Dolch geworfen. Ja, er hat einen Dolch geworfen, stimmt. Och, fuck. Der tötet mich jetzt. Da hilft dir mein Schild auch nicht, oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Wahrscheinlich nicht. Oder warte, ich könnte dich für. Der wird mir mindestens 50 geben, wenn nicht sogar 60. Also. Kann ich nichts machen. Ich versuch's. Müsste reichen. Nee, der gibt doch. Ich glaube, er macht nur 50. Ja, und ich habe 47. Ach so. Lol. Darüber habe ich nicht geachtet, dass du den zweiten auch noch machst. Ach so, kann ich mal probieren. Vielleicht klappt's ja. Ich meine, wir sind ein bisschen weit hinten, wir müssen es versuchen. Ja, wir können die Kills nicht so einfach. Ah, er schießt gar nicht so eine Ulti. Shit, ich bin tot. Ja, das gibt's doch nicht. Die gehen halt nur auf dich. Krass. Das macht keinen Spaß. Schade, dass er jetzt keine Minen legen kann. Das wäre gut. Ja, das stimmt. Okay, er ist noch da und so gut wie tot. Wir haben halt eins hinten. Das ist ein bisschen das Problem. Wir sind gleich zwei hinten. Ja, wir sind noch zwei hinten. Auch wenn es ihn noch anzieht. Aber wir müssen jetzt zwei Leute killen. Ne, kriegen wir nicht. Ja, er wird einfach ulten und dann schaffen wir das nicht. Außer Dingens wird er halt auf beide schießen. Ich wurde einfach zu weit weggefokust. Gremlins müssen noch beide schießen. Ich hab 33 Damage gefressen. 600 Damage ist eine Ansage. Ist halt echt ein bisschen bitter. Und dabei habe ich 160 Leben. Ne. Das heißt, die haben mich viermal getötet. Quasi. Wie gesagt, Gremlins hätte beide töten müssen. Aber war nicht dran. Ja gut, schade. Die Runde ist mal verloren. Ich hatte auch irgendwie das, also ich will jetzt nicht der Brünn die Schuld geben, aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, wir hatten nicht so eine richtige Frontline. Die waren immer direkt auf der Backline. Einfach durchgecharged. Oder wir hatten halt keinen Fokus. Naja gut. Bin gelaufen. GG. Ja, man kann nicht alle gewinnen. Ja. So, ich mache jetzt noch eine Runde meine Box auf, die ich vorhin bekommen habe. Ich habe nämlich noch eine Box. Lootboxen. Genau. Lootbox. Aber in Bronze verlieren wir wenigstens keine Bewertung, außer nur ein bisschen MR. Warte mal, Rank Down, jetzt bin ich Bronze 1. The fuck? The fuck? Was? Hold up. Rank Down und du gehst einen höher? Ja, eben. Das hat es mir gerade angezeigt. Ist da vielleicht ein Bug in dem Ranking? Du bist aber noch Bronze 2. Ja, ich glaube, ja, bin ich auch noch. So, Lootbox. Öffnen. Und was kommt raus? Nur Duplikates und ein GG-Boost. Gut, das war's dann für heute fürs Daily Ranking. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Bis bald.